Wir beide wissen ja, dass mein Theater in letzter Zeit nicht so gut lief. Also, was tue ich dagegen? Aufhören? Nein, meine nächste Show wird eine... Trommelwirbel bitte. Eine Castingshow! Wie weit sind wir mit den Flyern, Miss Crawley? Es kann jederzeit losgehen. Wow. Nachbar, der Lebensmittelhändler, der Hahn. Ja, genau der. Jeder in der Stadt kriegt eine Chance, ein Star zu sein. Live auf meiner Bühne. Bist du bereit, Großer? Ja, ich bin sowas von total bereit. Eine Eidechse und eine Sau, ein Schwein? Ein Schweinchen. Ein ganz klares Schwein. Ihr seid dran. Ja, okay. Hier, da drin ist bestimmt irgendwo ein Kaugummi oder ein Bonbon. Bedien dich ruhig. Wie ist das, wenn man solche Rollen angeboten bekommt? Also ich muss ehrlich sagen, ich hab mir immer gewünscht, einmal die Stimme in einem Animationsfilm sein zu können. Ich liebe Zeichentrickfilme, ich liebe Tiere, ich finde, die Tiere sind den Menschen gar nicht so unähnlich. Nee. Ja, und ich habe sowas noch nicht so häufig gemacht. Ich habe ja schon als kleines Kind habe ich ja schon synchronisiert. Und da habe ich mein allererster Synchron, da war ich glaube ich 8 oder 9. Das war ein russischer Film, also damals noch Sowjetunion. Und da war ich ein Regenwurm. Da durfte ich einen Regenwurm synchronisieren. Und ich finde meinen Aufstieg vom Regenwurm zur Echse. Das finde ich korrekt. Also den genieße ich. Das kann ich gut verstehen. Ich könnte ein paar Klavierstunden extra brauchen. Oh. Ja, stimmt. Das war wirklich schlecht. How are you with those flyers, Miss Crawley? Oh, you see, es kann losgehen. Was zeichnet denn eigentlich einen guten Animationsfilm aus? Naja, ich glaube eben wirklich die Tatsache, dass man eigentlich nicht mehr darüber nachdenkt, ob das künstliche Figuren sind oder gezeichnete Figuren, sondern man ist da genauso gefangen wie in einem Film mit uns normalen Schauspielern. Also, wobei, ich meine, da können wir gar nicht konkurrieren, was die da treiben teilweise. Ja. Also diese Art von... Von Animation ist schon genial. Ja, von Artistik, ne? Also, und was die da können, das können wir Schauspieler gar nicht leisten. Ja. Obwohl ich die Echse gerne in echt spielen würde. Das verstehe ich. Hoppala. Du wirst dein Theater mit dieser Show nicht retten. Vielleicht musst du mal aufhören zu denken. Komm schon, du weißt genau, wie viel uns das hier bedeutet. Du darfst nicht nur singen. Lass es raus, dein Feuer und Verlangen. Das Feuer ist schon vor langem erloschen. Es war super, nur hast du dich vorgebeugt. Das darfst du nicht. Okay. Das Feuer ist schon vor langem erloschen. Perfekt für mich. Ja, wie denkt man sich denn so in ein Schwein? Ich finde, man denkt sich auch so in die Situation, die diese Tiere alle erleben. Also zum Beispiel beim Schweinchen ist es so, sie ist ja verheiratet mit Norman. Norman, hast du gesehen, Katharina, ja, gestern schläft ein wenig vor sich hin. Ja? Also die ganze Beziehung ist so ein bisschen eingeschlafen. Und also ich habe mich eher weniger versucht, ins Schwein hineinzuversetzen, als in die Situation des Schweins. Ja, und ich meine, man muss ja wirklich sagen, das sind ja alles sehr starke Charaktere, diese Tiere. Und eigentlich ja natürlich auch sehr menschliche Charaktere. Also ich kenne nicht so viele Tiere, die wirklich gerne Theater spielen. Das ist mir jetzt nicht so ganz bekannt. Also, dass sie gerne Sexualverkehr haben, das ja, aber... Aber Theater... Echte Talente aus dem echten Leben. Norman, würdest du ihnen bitte sagen, dass ich eine gute Sängerin bin? Oh ja, du warst echt gut, Honey. Übrigens, der Abfluss im Badezimmer ist wieder verstorben. Rosita hat viele Ferkel. Rosita hat 25 Ferkelchen, ja. Ist das vorstellbar? Nein. Eher beängstigend oder fühlt man sich inspiriert? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht so genau. Katharina, kannst du mir helfen? Ich würde sagen, als Großmutter 25 Enkel fände ich sehr erstrebenswert. Aber als Mutter 25 Kinder und die alleine zu versorgen, ohne jede weitere Hilfe, das verlangt höchsten Respekt. Ja. Tschüss Gail, tschüss Rory, tschüss Mickey, tschüss Mo, tschüss Nelson, tschüss Hannah, tschüss Tess, tschüssi Kasper. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Die war super. Ja? Ja, voll. Yes. Sehr gut. Oh.
Rosita, 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 warte, 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 warte. Lasst ihr mich vielleicht vor, bitte? Natürlich, Johnny, nur zu. Schneid euch an, weil jetzt wird's gefährlich. Ich mach die Bühne, bis sie kracht mit mega Pügelpower. Es tut mir sehr leid, er ist außer Rand und Band. Ach. Yeah! Reiß dich zusammen, Rosita, du schaffst das. I say I'm too late. Got nothing in my brain. Ah. Ist alles okay? Oh ja, mir geht's gut, danke. Wie geht's Ihnen? Nun heißt der Film ja Sing und fast alle singen. Die Echse nun ausgerechnet nicht. Nein, ich bin Sekretärin, ich singe nicht. Aber das Schwein ist ja doch sehr gesangswütig. Das bleibt allerdings alles im Englischen, ne? Ja, Gott sei Dank. Ich meine, ich hätte gerne, ich habe ja mal eine unbegabte Sängerin gespielt, das war super. Das hat perfekt gepasst, ja. Also sozusagen eine unbegabte Sängerin, die aufgrund ihres Mannes dann erfolgreicher wird, als das Talent eigentlich jemals hätte zulassen dürfen. Das hat perfekt gepasst. In diesem Falle war es sehr schön, dass die Sänger sind und die Sprecher. Ich glaube, Katharina kann wunderschön singen, aber... Schön nicht, aber ich kann singen. Kannst singen. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Baby, if I could pay you to a kiss from a rose. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her. Ride like the wind, ride like the wind. Yeah. People say you're Humpty, you're really funny looking. Darling, stay with me. Wow!